Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Crystal Clear. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Es ist nämlich wirklich passiert. Ich sitze hier mit Thomas Brezina. Hallo. Hallo, grüß dich. Ich habe versucht, souverän zu bleiben, aber es ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich kennenlerne in Persona. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Du bist nämlich, ich glaube nicht nur für mich, sondern für viele andere Leute, speziell in meinem Alter, eine Kindheits- und Jugendikone. Ist das für dich merkwürdig? Kannst du das nachvollziehen? Kann ich das nachvollziehen? Wie soll ich das sagen? Schau, ich habe immer Bücher geschrieben, Fernsehsendungen gemacht und ich wollte immer Menschen, junge Menschen, Kinder damit begeistern. Wenn ich jetzt so oft höre, dass das viele erreicht hat, dann freut mich das ungemein. Das ist die höchste Auszeichnung, die ich kriegen kann. Ja, schön. Ist der Fame um dich herum, der Hype um dich herum, ist der jetzt anders, als er vor, sagen wir mal, 20 Jahren war? Vor allem jetzt, wo es Social Media gibt und man irgendwie allgegenwärtig präsent ist. Naja, es ist halt so, was für mich schon faszinierend ist, dass es jetzt sehr viele gibt, Jugendliche, Studenten und noch darüber hinaus, die das verfolgen, was ich mache. Das finde ich großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße das sehr und mir macht das auch Spaß. Aber das Wichtige ist mir wiederum, Geschichten zu erzählen, die Menschen erreichen. Und jetzt mache ich es halt auf Instagram oder auch auf Facebook. Aber beides sehe ich, weißt du, wie zwei kleine Fernsehkanäle eigentlich, wo ich eben Verschiedenes zeige, Verschiedenes mache. Und wenn das gefällt, dann freut es mich. Hast du, wie du jetzt dein aktuelles Buch, darf ich es kurz in die Hand nehmen und in die Kamera halten? Ja, bitte. Hast du, wie du Alte Geister ruhen unsanft geschrieben, hast du dir vorgestellt, dass das so ein Hype wird? Nein. Gar nicht? Nein. Also es war so, dass ich Anfang März überlegt habe, was ich für ein neues Projekt schreibe. Mhm. Und da waren verschiedene zur Diskussion und plötzlich habe ich gesagt, eine Fortsetzung der Knickerbocker-Bande, 20 Jahre später, Axel Lille und Poppy und Dominik erwachsen, das will ich seit vielen Jahren machen. Mhm. Und plötzlich habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Und als ich dann zu schreiben begonnen habe, war es aber so, dass ich nach zwei Kapiteln mir gedacht habe, will das irgendjemand überhaupt lesen? Mhm. Und dann habe ich eben so das Handy vor mich hingestellt und in meinem Arbeitszimmer in London ein Video aufgenommen und habe eben gefragt, die Leser von früher, ob das jemand lesen will. Und das habe ich gepostet und dann war ich einfach sprachlos. Weil innerhalb einer Stunde sind da so viele Kommentare gekommen, ich habe es nicht glauben können. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Und ja, und das war's. Ich habe dann während des Schreibens, und da muss ich sagen, ich bin unendlich dankbar, allen auf Facebook, dass ich immer wieder Fragen stellen konnte, sehr interessante Kommentare gekriegt habe, dass der Cover so aussieht, das ist wirklich sozusagen eine Zusammenarbeit mit allen auf Facebook und das war großartig, weil ich wollte ja wissen, was stellen sich Leser von früher vor, was wollen sie, also danke für all diese Kommentare, die waren sehr, sehr hilfreich. Für Eltern ist es ja oft so, wenn sie ihre Kinder wachsen sehen, werden sie ein bisschen wehmütig. Geht es dir bei den vier Charakteren auch so jetzt, wo sie einfach erwachsen sind? Ich bin stolz auf sie. Ja? Naja, schon. Es hat mich wirklich interessiert, was ist aus denen geworden. Und ich habe, bei Poppy wusste ich es sehr genau, bei Dominik wusste ich es auch. Bei Axel hat es ein bisschen gedauert und bei der Lilo war ich wirklich unsicher. Und da habe ich ja auch wieder die Frage gestellt, was glaubt ihr? Mhm. Was ist aus dem Superhirn geworden? Mhm. Und ich hatte eine Idee im Kopf. Und das Unglaubliche war, dass die meisten diese Idee auch bestätigt haben. Ah, okay. Also, dass aus ihr nicht der Superstar geworden ist, sondern ganz im Gegenteil. Hat Thomas Brezina Selbstzweifel? Und wie? Wirklich? Nachdem du über 500 Bücher geschrieben hast, passiert das immer noch? Ja, und ich sagte etwas dazu. Ich, so quälend Selbstzweifel ist, ich glaube, für die Qualität ist es sehr gut. Ja. Weil du dich immer wieder hinterfragst, ist das wirklich gut? Man muss nur an einer gewissen Stelle Stopp sagen. Und ich habe eben das Glück, dass ich einen sehr lieben Partner habe, den Ivo. Und wenn ich dem vorjammer, wie schrecklich alles ist und dass das alles nichts wird, dann hört er sich das eben an. Und nach einer Weile sagt er dann immer, just do it and believe. Und dann schickt er mich zurück ins Arbeitszimmer. And leave me, please. Ja. Eigentlich tust du der Gesellschaft was Gutes, ja? Weil du ihnen einfach, ich schaue mir deinen Instagram-Account an oder schaue mir deine Insta-Stories an und denke mir, es ist einfach schön. Du bist ein Mensch und bist wahrscheinlich auch ab und zu schlecht gelaunt, aber lässt du das eigentlich auch zu? Oder was tust du, wenn du schlecht gelaunt bist?
Naja, wie du es vollkommen richtig gesagt hast, ich bin ein Mensch, der einmal besser und einmal schlechter gelaunt ist. Aber nach, was ich zeigen möchte, sind eher die positiven Beispiele. Mhm. Und der Grund, warum ich auf Social Media so aktiv geworden bin, war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, jeden Tag in der Früh aufzuwachen und zu hören, Herr Trump hat wieder getwittert, was für einen Nonsens, was für eine Katastrophe. Mhm. Und da habe ich gesagt, dagegen kann ich nichts tun, aber was Positives kann ich erzählen. Mhm. Und das will ich. Was tue ich, wenn ich schlecht gelaunt bin? Ich versuche es nicht an anderen auszulassen. Ich gebe mein Bestes. Ich bin manchmal grantig, ich kann wütend auf mich selber werden, weil ich dann nicht weiterkomme beim Schreiben. Mhm. Und ich spreche es aber heute aus. Also ich sage, also zum Beispiel dem Ivo sage ich, du, ich bin so schlecht drauf, weil das geht alles nicht und so weiter. Der nimmt Gott sei Dank alles mit großer Ruhe. Aber das Schöne daran ist, weißt du, ich spreche es aus und dann tue ich mir was Gutes. Also das, was ich wirklich versuche, mir etwas Gutes zu tun, und das kann Spazierengehen sein, das kann die Sonne sein, das kann sein, dass ich mir irgendwo was finde, wo ich lachen kann. Solche Dinge. Ich versuche heute, nett zu mir zu sein. Ja, das ist wichtig. Jetzt hast du den Ivo schon dreimal erwähnt. Ich wollte ihn ursprünglich nicht erwähnen, aber ich habe gestern nochmal, habe ich dich gegoogelt und bin auf News gegangen und da war alles voll davon, dass du erzählt hast, dass du in London schon geheiratet hast. Mhm. Ist das für dich nervig, dass das überhaupt ein Thema ist? Na, ich finde, es sollte kein Thema sein und ich wollte nie eins draus machen und ich mache ja auch keins draus. Aber ich habe ihm dieses Buch gewidmet, weil seine Unterstützung für mich unendlich wichtig war. Und das erzähle ich. Alles andere ist kein Thema, nein. Ja, verstehe ich. Gut, was ich mich schon als Kind gefragt habe, ist, wie entstehen diese Bücher, wie entstehen diese Geschichten? Wo fangst du an? Rollst du quasi das Baby von hinten auf? Oder löst du den Fall wirklich, während du schreibst? Es ist so, ich fange mit dem Titel an. Der Titel ist immer das allererste. Vor allem bei den Knickerbocker-Abenteuern für Kinder war es so, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, hatte ich 10 Titel vor mir liegen. Der Titel ist so etwas wie der Stein, den du in den Teich wirfst und dann siehst du diese Ringe entstehen und dann so wächst die Geschichte in meinem Kopf. Mhm. Und dann fange ich an zu schreiben und wenn ich anfange zu schreiben, weiß ich, wie es ausgeht. Ich habe ungefähr 60% der Geschichte im Kopf und 40% entstehen beim Schreiben. Wahnsinn, hat man da nicht manchmal auch einfach einen Knoten im Kopf und weiß nicht welchen, also weißt du, wie du immer deine Gedanken sammelst? Geht das immer? Sitzt man manchmal vor einem Gedankensalat? Naja, ich mache sehr viele Notizen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe heute das System, dass ich im Satz zu schreiben aufhöre, weil dann kommt man am nächsten Tag gleich da rein. Und dass ich zu schreiben aufhöre, wenn ich noch etliches an Ideen habe, die ich dann schon notiere für den nächsten Tag. Das geht besser. Und wenn ich öfter unterbrochen werde, das ist für mich schwierig. Dadurch, dass ich ja verschiedene Projekte mache, heißt es nicht, dass ich ein Buch in einem durchschreiben kann. Und dann höre ich auf, also dann muss ich manchmal unterbrechen, dann wieder reinzukommen, ja, dann muss ich halt wieder alles lesen. Ich wollte gerade fragen, dann musst du wahrscheinlich wieder nochmal von vorne alles lesen. Wie lang brauchst du, um ein Buch zu schreiben im Schnitt? Kann man das sagen? Nein, weil das hängt immer davon ab, erstens, welche Art von Buch es ist. Es ist so, dass ich zum Beispiel bei so einem Roman mir vornehme, 3000 Worte am Tag zu schreiben. Und dann kann man das ausrechnen. Das Buch, glaube ich, hat 86.000 Worte. Und dann gibt's, am Anfang geht das langsamer, gegen Schluss hin wird das Tagespensum eher größer, das ich dann schaffe. Aber dann kommt natürlich, also ich glaube, das habe ich 5-mal überarbeitet. Ist das viel oder ist das wenig? Also für mich ist das relativ viel, muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen, weil ich es zuerst überarbeitet habe, dann nach den Anmerkungen der Lektorin, die großen inhaltlichen Anmerkungen, danach habe ich wieder überarbeitet, dann habe ich begonnen, kam die Feinarbeit dran. Und da hat sie mir eben das ganz genau durchgelesen und immer wieder gesagt, und das versteht man örtlich noch nicht ganz oder das würde sie ein bisschen anders formulieren, was ich dazu sage und das muss ich halt alles durchgehen. Wo kommen dir die besten Ideen? Unter der Dusche. Mir sind wirklich viele Ideen unter der Dusche gekommen. Aber warum ist das so? Es geht vielen Menschen so. Warum ist es gerade so, dass man unter, mir geht es auch so, dass man unter der Dusche eine Eingebung hat? Weil man nicht denkt. Du hast die besten Ideen, wenn du nicht denkst. Okay. Ja, stimmt. Eigentlich macht das Sinn, ja. Wie schafft man es, über 500 Bücher zu schreiben? Wie geht das? Man schreibt. Ich habe immer sehr zurückgezogen gelebt. Ich werde auch weiter so leben.
Schreiben oder etwas kreieren ist für mich eine der schönsten Sachen im Leben. Und ich gehe nicht auf Partys. Mhm. Ich gehe, wenn ich wohin gehe, dann nur zu Events, wo ich eine starke Verbindung dazu habe. Entweder zu dem Thema oder ich will es unterstützen oder ich kenne den Menschen, um den es geht und will gerne dabei sein. Mhm. Das ist der Hauptgrund. Um dabei zu sein, das gibt's, das mache ich nicht. War das schon immer so? Ja, immer. Okay. Immer. Und ich umgebe mich mit Menschen, vor allem auch in der Zusammenarbeit, wo es eine große gegenseitige Wertschätzung gibt. Mhm. Und die helfen mir auch, dass ich mich voll darauf konzentrieren kann, was ich hier schreibe und dass ich mich mit vielen Dingen rundherum nicht beschäftigen muss. An was glaubst du? An was ich glaube? Ich glaube, also das klassische Glauben an Gott oder so, ich glaube an ein Universum und ich glaube an ein Universum, an eine Kraft, die uns umgibt und unsere Aufgabe ist es, positive Kraft hier hineinzugeben. Und ich glaube sehr, dass du im Leben das, was du gibst, auch anziehst. Ich glaube sehr an das Gesetz der Anziehung. Daran glaube ich sehr. Und ich glaube ganz einfach, dass dieses Kreieren von positiver Energie eine ganz wichtige Aufgabe ist. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, was ich mache. Und ich habe im Leben sehr lernen müssen, mit mir selber umzugehen. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und ich habe einen Spruch, der da lautet, ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, aber ich habe immer jemanden an der Seite gehabt, der mich unterstützt hat, beraten hat, mir etwas beigebracht hat, mich begleitet hat. Und von denen habe ich viel gelernt. Ich habe irgendwo gelesen, dass du als Kind viel gehänselt wurdest, weil du anders warst, was auch immer das heißen mag. Hast du einen von diesen Menschen, die dich gehänselt haben, je wieder getroffen nach der Schule? Oh ja, natürlich. Wie war da die zusammen? Ach, die können sich ja nicht einmal daran erinnern. Das ist denen nicht so bewusst, wie es vielleicht mir bewusst ist. Ah, und hast du es angesprochen oder hast du dir gedacht, okay, water under the bridge? Nein, ich habe schon etwas gemacht vor vielen Jahren, das hat man mir empfohlen und das ist eine sehr interessante Technik. Du überlegst dir, wer dich in deiner Kindheit und in deiner Jugend verletzt hat. Mhm. Und dann schreibst du diesem Menschen einen Brief, den schickst du nie ab. Mhm. Und diesen Brief schreibst du und in diesen Brief schreibst du hinein, das hast du mir angetan, diese Auswirkungen hat es auf mein heutiges Leben noch, aber ich vergebe dir vollkommen, ich lasse es los, es hat für mich keine Bedeutung mehr. Dann schreibst du die alle, lässt das kurz liegen und dann nimmst du sie und dann liest du sie ans Universum beim Fenster raus und dann verbrennst du das und dann ist es vorbei. Wenn man das ernsthaft macht, ist man danach erschöpft, weil man offensichtlich wirklich viel loslässt. Das habe ich gemacht, das hat mir geholfen. Und das ist auch etwas, was du Menschen empfehlen würdest, die jetzt gemobbt werden oder einfach Unsicherheiten haben? Nein, das glaube ich sind jetzt aber verschiedene Sachen. Also gemobbt werden, das ist, da muss ich ganz ehrlich sein, nur nicht still bleiben. Also das ist jetzt mein Eindruck. Wer gemobbt wird, nicht still bleiben, um Hilfe suchen. Nur nicht erdulden, unter keinen Umständen. Das ist inakzeptabel, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und wem das passiert, der braucht eindeutig Unterstützung, Hilfe oder sonst etwas und der muss sich überlegen, wo er hingehen kann oder wer ihm helfen kann. Das ist die eine Sache. Unsicher. Also früher hat man zu mir immer gesagt, ich bin so arrogant, bis ich draufgekommen bin, was das bedeutet. Ja, ich war so unsicher und ich war halt sehr ruhig und zurückgezogen. Aber das war ja nicht deswegen, weil ich arrogant war oder nichts wissen wollte von den Menschen, sondern weil ich eben unsicher war. Und ich bin auch heute noch sehr oft unsicher. Ich glaube, dass das viele Menschen sind. Man muss lernen, damit anders umzugehen oder auch eben zu sich selber einen besseren Bezug zu kriegen. Nur ich glaube, das ist ein lebenslanges Projekt. Was ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Das ist jetzt schwer zu sagen. Ein Buch, das mich wirklich bis heute nachhaltig beeinflusst hat, ist Der Fänger im Roggen von Jerome D. Salinger. Ja. Vor allem diese berühmte Passage, wo er sagt, er möchte eben die Kinder alle auffangen, die da rauslaufen aus der Kinder- und Jugend. Das ist ein Zitat, das ich nie vergessen habe. Und kannst du dich noch an alles erinnern, was du jemals in der Knickerbockerbande-Serie geschrieben hast? Weißt du alle Facts noch?
Nein, ich glaube nicht, dass ich alle Facts weiß. Aber vor kurzem hat mir jemand vorgelegt in einem Interview 6 Ausschnitte und ich habe einen Schweißausbruch gekriegt, weil ich raten musste, aus welchen Büchern sie sind. Und ich habe gesagt, Gott, das wird jetzt peinlich. Aber 5 habe ich erraten und da war ich selber über mich erstaunt. Und weil das natürlich schon viel ist, also jedes kleine Detail weiß ich nicht. Okay. Aber hast du sie rückblickend dann nochmal gelesen jemals? Ich habe nicht alle meine Bücher rückblickend immer gelesen. Ich bin immer wieder dazugekommen, ich habe wieder in viele reingelesen. Ich bin manchmal sehr erstaunt, weil ich im kreativen Prozess, im Schreiben so vertieft bin, dass ich mir oft gar nicht merke, was ich da jetzt geschrieben habe. Sondern wenn das dann fertig ist und dann erscheint das ein halbes, dreiviertel Jahr später, dann lese ich oft rein oder lese es und denke mir, aha, ist interessant, spannend. Aber denkst du dir dann oft, rückblickend würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen? Ja, nicht immer. Also zum Beispiel bei diesem Buch sage ich, da habe ich jetzt mehrfach reingelesen und dann habe ich mir gedacht, ich wüsste wirklich nichts, was ich anders machen würde. Das ist ja das Beste, was man eigentlich über seine Arbeit sagen kann, oder? Ja, also bei dem, ich wüsste es einfach nicht. Was? Hörst du Musik? Ja. Was würde man auf deinem MP3-Player oder auf deinem Handy jetzt finden? Ach, ganz unterschiedlich. Ich habe gerade in London das Musical Young Frankenstein gesehen. Das ist so lustig, die Musik höre ich rauf und runter. Ich höre in der Früh sehr oft Louis Armstrong, It's a Wonderful World. Okay. Ich liebe Always Look on the Bright Side of Life, aus von Monty Python, das liebe ich. Ich höre dies, ich höre jenes, ich höre sehr viel ABBA nach wie vor, mit großer Freude. Dann stolper ich über Phil Collins, dann empfiehlt mir jemand dies, dann empfiehlt mir jenes, so geht das hin und her. Okay. Was macht dich aggressiv, Thomas? Dummheit. Okay. Ignoranz, jegliche Form von Rassismus, Ausgrenzung oder so etwas, also keine Toleranz in irgendeiner Form. Ich glaube, das sind so die Dinge, die mich besonders aggressiv machen. Wobei ich nicht aggressiv wäre, sondern ich versuche halt was dagegen zu sagen. In irgendeiner Form, die wirkt. Dann sage ich danke fürs Interview. Es war wahnsinnig interessant und sehr, sehr nett. Danke. Danke für den Besuch. Ich habe mich gefreut. Ich mich auch. Das war's jetzt. Und das Buch kriegst du. Gut, das widme ich dir jetzt. Ja. Das klingt gut. Dankeschön. Gerne.